Wir haben hier Briefe übergeben mit der Aussage Ausstieg aus der Atomenergie. Da haben wir die ganz klare Forderung, jetzt erstmal nicht nur 8 alte, sondern diese beiden letzten, das sind nämlich die letzten Siedewasserreaktoren in Deutschland, auch sofort vom Netz zu nehmen. Und anschließend sagt das Umweltbundesamt, bis zum Jahr 2017 kann man mit allen Reaktoren aussteigen, ohne dass es Energieengpass gibt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Ihnen als erstes die Grüße des Bundestagsabgeordneten überbringen. Sie wissen, diese Woche ist Sitzungswoche in Berlin. Auch Dr. Christian Ruck muss genauso wie Claudia Roth zum Beispiel und andere in Berlin vor Ort sein. Ich möchte Ihnen sagen, dass die CSU ihre Ängste ernst nimmt. Sie haben es jetzt ja die letzten Tage auch gehört. Auch die Kanzlerin hat zum Umdenken aufgefordert. Ich kann jetzt zu Ihren Aussagen als Nicht-Politiker keine detaillierten Aussagen machen. Ich bin Bezirksgeschäftsführer der CSU, bin ja für die Geschäftsstelle vor Ort verantwortlich. Bin aber natürlich auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger. Ich sage jetzt meine persönliche Meinung als Nichtpolitiker. Ich glaube, dass auch die CDU und die CSU hier in der Mehrheit, in der Breite, in der Partei zu einem Umdenken bereit ist. Sie haben es angesprochen, Verlängerung, Laufzeitverlängerung, das muss eindeutig und klar überdacht werden, und ich bin auch der Meinung als Nichtjurist, dass es aber gesetzlich möglich sein muss, hier dieses Gesetz, was im Herbst verabschiedet wurde, zurückzunehmen. Wie gesagt, Sie haben die 8 AKWs angesprochen, die jetzt vom Netz bereits gegangen sind oder eben runterfahren sind. Außerplanmäßig ist richtig. Ich meine, das war eine erste Reaktion der Politik, die richtig war. Und ich bin der Meinung, auch nach dem Wahlausgang in Baden-Württemberg wird es so sein, dass diese Meiler nicht mehr ans Netz gehen. Wie gesagt, ich bin hier nicht befugt, ein Versprechen abzugeben, aber als Geschäftsführer ist auch unsere Meinung gefragt und gehört. Wir hatten heute zum Beispiel eine Geschäftsführerkonferenz aller bayerischen Geschäftsführer in München mit Horst Seehofer, und ich habe aus München heute den Eindruck mitgenommen, dass es Horst Seehofer schon ernst meint, dass das jetzt nicht eine augenblickliche Stimmung ist, sondern dass die CSU wirklich an der Spitze auch Horst Seehofer bereit ist, hier zu einem konkreten Umdenken, und dass wir eben hier jetzt konkret auch schauen müssen, dass wir, Stichwort erneuerbare Energien, hier die ganzen Dinge vorantreiben müssen, und zwar in einem gemeinsamen Konsens der demokratischen Parteien. Das sage ich jetzt mal, so könnte ich mir den Weg vorstellen. Danke. Abschalten! 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 Sie hören die ganz klaren Worte, abschalten!